Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Bella Italia. Eigentlich eine schöne Kategorie, die so ziemlich alles abdeckt, was wir hier heute machen. Nämlich Hackbällchen Toskana. Und wie wir alle wissen, die Toskana ist eine wunderschöne Region in Bella Italia. Damit ist die Kategorie erklärt. Jetzt erkläre ich euch, wie man dieses legendäre Hackfleischbällchengericht zubereitet. Im Thermomix werden wir jetzt eine Zwiebel, die ich schon halbiert habe, und zwei Zehen Knoblauch, die ich geschält, aber nicht halbiert habe, ganz normal, wie immer, 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Dann mit dem Spatel nach unten schieben. Wir geben 25 Gramm natives Olivenöl dazu, wobei ich auch immer Olivenöl nehme, das zum Dünsten und zum Braten geeignet ist, damit es nicht bitter wird. Und dünsten das Ganze 2 Minuten auf der höchsten Stufe. Also ich nehme da die Aromastufe. Stufe 1. Auf geht's. Bis gleich. So, es geht weiter. Der nächste Schritt für unsere Hackfleischbällchen Toskana. 25 Gramm Tomatenmark machen wir jetzt in den Kessel. Ich habe jetzt kein normales Tomatenmark genommen, sondern scharfes Tomatenmark. Also das ist so mit Chili so ein bisschen würziger gemacht. Dann eine Dose gestückelte Tomaten. Das sind immer 400 Gramm, glaube ich. So, dann 100 Gramm Sahne. 2 Teelöffel von unserem Suppengrundstock. Da können wir ruhig ein bisschen zügiger sein, ein bisschen großzügiger sein, denn dann sparen wir uns das Salzen nachher ungemein. Eine Prise Oregano. Eine Prise Paprika rosenscharf. Wie gesagt, da müsst ihr dann gucken, wenn ihr Kinder habt, dann nehmt ihr vielleicht nicht das scharfe Tomatenmark. 2 Prisen Pfeffer. Und ein Teelöffelchen Zucker. Fällt mir gerade ein Lied von Mary Poppins ein, aber das tut jetzt nicht zur Sache. So. Das Ganze wird jetzt 8 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 aufgekocht. In der Zwischenzeit, während jetzt hier unsere Soße für die Hackbällchen vor sich hinarbeitet, bereiten wir das Hackfleisch zu. Das sind 500 Gramm gemischtes Hack. Ihr könnt auch nur Schweinehack oder nur Rinderhack holen oder Putenhack oder was auch immer. Ich habe gemischtes Hackfleisch. Das werde ich jetzt pfeffern und salzen und dann schon mal in kleine Bällchen formen und hier in der Schüssel positionieren. Bis gleich. So, und damit ist die Soße auch schon fast fertig. Allerdings müssen wir die jetzt noch binden und das tun wir natürlich mit der über alles geliebten Speisenstärke. Ich versuche jetzt mal die Waage hier anzuschalten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde das immer so ein bisschen mit diesem Hin und Her, diesem Touchscreen. Ist noch etwas gewöhnungsbedürftig beim TM6. 10 Gramm Speisenstärke geben wir dazu. Weil hingegen, das muss man sagen, das große Display doch schon wirklich sehr vorteilhaft ist. Wenn man jetzt auch wie ich in ein Alter kommt, wo man ab und an vielleicht sogar mal eine Brille bräuchte. Aber gut. Aber gut. Jetzt wird das Ganze nochmal 2 Minuten gekocht. Wie komme ich jetzt raus nochmal aus der Waage? Genau, da muss man hier drauf drücken. Ich finde das alles immer sehr umständlich. Außerdem ja, reagiert das auch nicht immer. So, 2 Minuten, 100 Grad Stufe 1 und dann geht's weiter. Damit ist unser Süßchen fertig gebunden und wir übergießen nun unsere Hackbällchen hier, die ich bereits in der Auflaufform vorbereitet habe. Ich habe übrigens den Backofen auch schon mal auf 200 Gramm vorgeheizt. Das habe ich euch eben vergessen zu sagen. Ist aber logisch und solche Dinge könnt ihr auch immer in der PDF-Datei nachlesen, die wir euch unten
in der Videobeschreibung verlinken. Da steht nämlich alles nochmal Schritt für Schritt drin. Das ist auch immer das, was maßgeblich ist. Ja? Manchmal vergesse ich hier Sachen zu sagen. Nee, eigentlich nicht. Aber sollte ich mal was vergessen, dann steht das immer in der PDF drin. Ja? Im Zweifelsfall hat immer die PDF recht. Denn die schreibt unsere liebe Hanna vom Wunderkesselforum und die hat halt das Sagen hier. So, jetzt habe ich noch zwei Kugeln Mozzarella, also das sind so 250 Gramm. Die lege ich jetzt hier einfach oben drauf. Da haben wir natürlich in Scheiben geschnitten, ganz klar. Und das Wasser abgegossen, das muss ich euch aber auch nicht sagen. Und das legen wir jetzt einfach hier oben drauf und dann kommt das Ganze 20 Minuten, wie gesagt, bei 200 Grad in den Backofen. Ober- oder Unterhitze, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube Ober- und Unterhitze oder Umluft habe ich eingestellt. Umluft, also 200 Grad Umluft, 20 Minuten, bis gleich. Leute, 20 Minuten sind vorbei, unsere Hackfleischbällchen. Toskana sind soweit. Allerdings, soll das so flüssig sein? Wahrscheinlich. Gut, weil, wie sollte es auch anders sein? Jo, sieht interessant aus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es auch genauso interessant schmeckt. Ja, wie gesagt, es ist etwas flüssig. Ich glaube, da mache ich mir jetzt einfach ein paar Nudeln unten drunter. Bevor ich mir das jetzt hier schön mit den Nudeln anrichte, mache ich das, was ich am liebsten tue. Ich probiere aus dem Topf. Ah, wobei, da muss ich ja so ein Hackfleischbällchen, so ein ganzes. Ach komm, ich richte es jetzt an. Ist eigentlich sehr schön mit dem Mozzarella obendrauf. Und ja, klasse. das ist Gott sei Dank nicht so wie bei der Pizza, wenn du reinbeißt und hast den heißen Käse an der Unterlippe hängen. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ja, kennen wir alle. Ist allen schon mal passiert. Und dann gucken wir mal, wie es schmeckt, ob es auch schmeckt wie in der Toskana. Wobei ich ehrlich bin, als ich letztes Mal in der Toskana war, habe ich keine Hackbällchen gegessen. Dann muss ich erst hier in die Wunderkesselküche kommen, um das zu probieren. So, dann schauen wir mal. Hackfleischbällchen sind durch, alles wunderbar. Die Soße dazu mit den Nudeln. Bisschen zusammen. Der Käse ist ja wirklich, es ist extrem badunfreundliches. Wunderbar fruchtige Soße, ja, mit den Tomaten. Vielleicht hätte man da irgendwie auch noch ein bisschen Paprika oder sowas. Irgendwie, es ist fruchtig, aber es fehlt mir noch so ein bisschen Fruchtsubstanz. Aber vielleicht habe ich einfach auch noch nicht untergerührt. Nee, wenn man Tomate erwischt, ist das super. Also es schmeckt sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Gericht, was Kinder sehr mögen. Ja, unverfänglich, schnell zuzubereiten, nahrhaft und gesund. Wenn man dann noch einen schönen grünen Salat dazu macht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Von mir bekommt das Rezept auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt mir doch einfach mal, wie es euch geschmeckt hat, ob ihr es ausprobiert habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch Daumen nach oben. Abonniert am besten den Kanal, denn hier gibt es regelmäßig die besten Rezepte für den Thermomix. Alle Rezepte, die wir hier zubereiten, machen wir im Moment im TM6, sind aber auch TM5 und sogar TM31 geeignet. Sollte das nicht so sein, schreiben wir es in die Videobeschreibung. Wenn ihr das Rezept nachlesen wollt, ladet euch die PDF einfach runter. Die ist ebenfalls in der Videobeschreibung drin. Und vergesst nicht, ab und zu mal in unser Forum zu schauen, in den Wunderkessel, denn das ist die große Koch-Community mit Herz. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wünsche euch bis dahin Tschüss und guten Appetit.